Mitte Mai. Das Wetter bisher in diesem Jahr war ziemlich durchwachsen und nass. Aber heute ist das Timing perfekt. Werktag, Vormittag, trocken. Los geht's an diesem Waldsee. Baden könnte man da nicht. Das ist nur so ein Tümpel mit Enten. Es geht nur auf solchen kleinen Pfaden wunderschön durch den Wald hoch jetzt zum Turm. Jetzt ist auch alles wieder schön grün und man hört die Bundesstraße unten nicht. Im Winter ist es relativ laut. Jetzt geht's steil nach unten zur KZ-Gedenkstätte Vulkan. Direkt daneben ist ein Schießstand und oberhalb eine Mülldeponie. Sehr passend. Das war mal ein Steinbruch hier, wo Amphibolit, so heißt das Gestein, abgebaut wurde. Sehr hart, eignete sich perfekt für Schotter, also zum Wegebau. Nach Kriegsende 1945 haben die Franzosen das Teil dann gesprengt. Sie haben es erst mit 64 Tonnen Sprengstoff versucht, dann mit 84 Tonnen, muss man sich mal vorstellen. Das ganze Tal hier hat gebebt. Die Gedenkstätte hier ist ein wunderbarer Ort, um innezuhalten. Eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte. Hier stehen jede Menge Infotafeln, wo man richtig schön Schritt für Schritt das Geschehen nachlesen kann. Es gibt auch einige hässliche Details, finde ich auch gut. Dann sind es nicht nur irgendwelche anonymen Zahlen und Fakten. Ja, an so einem Ort fällt es leicht, den Glauben an Menschen zu verlieren. Den Gegenbeweis haben wir aber im Alltag, wenn alle Menschen böse wären. Würde alles hier in Mord und Totschlag im Chaos versinken. Tatsächlich haben wir hier Frieden und wir haben heute eher zu viel als zu wenig. Ein Grund mehr zu verzichten und sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Die Wanderung verlinke ich euch natürlich unter dem Video. Die Seite sieht so aus. Hier gibt es Bilder, Infos. Knapp 8 Kilometer die Wanderung mit 300 Höhenmeter, also durchaus machbar. Man kann sich wie immer den GPS-Download hier holen. Karte gibt's hier. Und was ich cool finde, inzwischen gibt's auch hier unten Events in der Nähe. Und für Kinder und Familien kann ich euch noch den Tipp geben, hier gibt es auch direkt da bei diesem See den Themenweg Haslach Wald und Erlebnispfad speziell für Kinder. Oh, jetzt fahre ich noch eine Runde durch Haslach, ist wunderschön. Und dann nochmal 30 Kilometer heim nach Offenburg. Bei der Kirche gibt es auch kostenlose Toiletten. Steht auf Badisch Drucke für drücken. Agurde zieht ihr Lied, eine gute Zeit, ihr Leute. Es ist ziemlich einfach, in Haslach eine gute Zeit zu haben. Ist perfekt zum Bummeln,
Freibad ist auch gleich daneben und bei dem Wetter, was will man mehr? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis demnächst.